Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 5. November 2019. Ihr hört heute die Geek Talk Daily 728. Heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Falsches Netz, OneNote 2016, Facebook-Logo, Photoshop, Illustrator und Pixel-Update. Ja, im falschen Netz. Es klingt fast, als wäre Sommerloch. Zumindest hat das Thema irgendwie ein Geschmäckle auch dieser Richtung. Russische Ornithologen, das sind Vogelforscher, haben einen Steppenadler beobachtet oder tun das bei mehreren Modellen oder Tieren besser gesagt. Und ja, die haben einen kleinen Sender dran, der per SMS jeweils den aktuellen Ort durchgibt. Das Dumme nur, der liebe Adler ist jetzt ihnen lang geflogen, wo der Provider, den sie genutzt haben, keine Roaming-Abkommen haben und somit gehen die Roaming-Gebühren enorm in die Höhe. Ein kleiner Crowdfunding-Aufruf hat dann schnell das Ganze decken können. Dennoch doof und ja, für solche Techniken oder für solche Anwendungen sollte man mittlerweile auf IoT-SIM-Karten setzen, würde ich doch behaupten. Microsoft hat ja schon länger versprochen, dass nur noch Word, Excel, PowerPoint, Outlooker und der Publisher sowie Access klare Desktop- oder klassische Desktop-Anwendungen behalten werden und Apps wie zum Beispiel OneNote den Weg ins Online schaffen werden und da auch bleiben. Nun hat man das eines der letzten Updates rausgehauen für eben OneNote 2016. Da kommen noch Sicherheitsupdates und so weiter bis im Jahre 2000 und ich glaube 20 war es, wenn ich es richtig im Kopf bin. Alles andere wird dann eben in die Cloud abwandern. Weiter geht's mit Facebook und wie hat der liebe Twitterer Nilay Patel getwittert? Facebook hat Mark Zuckerberg selber die Designs der neuen Logos machen lassen und das in Word 97. Ja, so schaut das Ganze aus. Facebook gibt's nun in farbig wie bei WhatsApp, farbig wie bei Messenger, farbig wie bei Instagram als Schrift hinterlegt und somit werden sie die einzelnen Apps, die eben zum Facebook-Ökosystem gehören, wie die drei aufgezählten und Workspace-Portal, Calibra etc. werden jeweils optisch und vor allem auch mit Namen dem Facebook-Mutterhaus gewidmet, so dass der Kunde sieht, dass er sich im Facebook-Universum befindet. Grundsätzlich nichts Doofes. Ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht viel anders gemacht. Das sieht man ja an den ganzen Logos von Geek Talk und den einzelnen Unterformaten. Gehen wir weiter beim Thema Adobe und die haben aktuell eine große Messe, die, wie heißt sie, Adobe Max, sollte ich eigentlich oder hätte ich gedurft selber vor Ort sein, konnte ich nicht, weil die Swiss Blog Family, der Kongress ja am kommenden Wochenende ist und somit war mir das alles zu knapp, um nach Los Angeles zu gehen. Somit kann, wer möchte, sich das wie ich auch im Livestream mitverfolgen. Zum einen hat man endlich jetzt den Adobe Photoshop vorgestellt, dass die App, die sie vor über einem Jahr an der Keynote zum iPad Pro im letzten Herbst vorgestellt haben. Und jetzt kommt sie endlich. Ihr dürft euch darauf freuen und sie bald schon runterladen. Auch hat man angekündigt, dass bald schon der Adobe Illustrator kommen wird. Und man hat ein bisschen relativiert, weshalb das Ganze jetzt über ein Jahr gedauert hat. Das ist halt eine Software, die über 25 Jahre auf dem Desktop gewachsen ist, auf dem Mac und später auch auf PC. Und somit braucht es natürlich ein Weilchen, bis man das Ganze für das jeweilige Device bereit gemacht hat. Des Weiteren gibt es eine App, die sich Adobe Photoshop Camera nennt. Was die kann, lest in den Shownotes nach. Link dazu in eurem Podcatcher der Wahl oder auf daily.geektalk.ch. Ja, Pixel und Pixel XL, das waren damals die ersten Pixel-Phones wann kamen die raus? Vor 2 Jahren circa? Ich glaube es zumindest, so circa genau. Und damals hat ja Google versprochen, sie liefern 2 Jahre Updates vom Betriebssystem und 3 Jahre Updates für Sicherheitspatches und so weiter aus. Und ja, Google hält sich daran. Das letzte Update für genanntes Pixel und Pixel XL sind nun ausgeliefert worden. Die bekommen in Zukunft nichts mehr obendrauf. Ja,
alte Smartphones oder eben auch nicht, nach 2 Jahren schon obsolet. Kauft Geräte, die länger Updates bekommen, würde ich doch mal sagen und oder raten. Das war's mit den heutigen News, die ich für euch habe zusammenkratzen können. Morgen und die nächsten Tage wird es jeweils ein bisschen knapp. Eventuell muss der Achim kurz für mich einspringen und oder es könnte noch eine Folge ausfallen. Das Ganze, wie gesagt, liegt daran, dass der Kongress am Sonntag ist, Samstag besser gesagt ist, und wir da noch einiges vorzubereiten, zu planen und besprechen haben. Aber ich gebe alles und ja, wünsche euch einen guten Start in den heutigen Tag. Wir hören uns bald schon wieder. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.